So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir sind immer noch am Prime-Testen, Prime-Geschmäcker herausfinden. Wir haben so viele verschiedene Sorten jetzt schon gehabt. Sorten, die es bei uns gibt, Sorten, die es nicht bei uns gibt. Rare-Sorten, andere Sorten. Ich habe mir immer mal zwei Flaschen gekauft von was richtig cool aussah. Und die ganze Zeit war ich auf der Suche nach Prime Orange, also Orange. Das klingt so herkömmlich, so normal, aber irgendwie war das richtig schwer, an Prime Orange ranzukommen. Hier habe ich jetzt eine Flasche Prime Orange. Ich dachte zwar schon, hey, die hattest du doch schon, die war doch schon dabei, aber nein, das war rot, das war Tropical Punch, aber das ist jetzt Prime Orange und die habe ich auch nur bei eBay Kleinanzeigen gefunden. Da war ein richtig netter Herr, der hat für 1,50 Euro eine Flasche Prime Orange verkauft. Ich habe mir da auch andere Sorten für 1,50 Euro sichern können. Das war ein richtig guter Preis, denn normalerweise bezahlst du ja 1,99 Euro normal im Handel für so eine Flasche. Außer für die Orange, da bezahlst du auf manchen Sweet Candy Seiten schon alleine 5 Euro, 6 Euro, 8 Euro bis hin bei irgendwelchen Anzeigen bei eBay, wo du 20 Euro für eine Flasche Prime Orange bezahlst. Deswegen fand ich das richtig genial, den Herren gesehen zu haben, der einfach Prime Orange verkauft für 1,50 Euro, weil das ein ganz normaler Preis ist. Wir halten so und sitzen mal hier hin für das Thumbnail. So, dann machen wir es jetzt mal auf. Ganz frisch aus dem Kühlschrank. Zum Geschmack muss man nichts sagen, soll halt nach Orange schmecken. Wir schnüffeln mal kurz. Und die letzten Primes, die ich getestet habe, die waren so fruchtig, die waren so lecker, wo ich immer dachte, Prime kann gar nicht schmecken, aber die letzten Primes haben richtig gut geschmeckt. Das hier erinnert mich nicht an die ersten Primes, an die letzten, sondern an die ersten Primes, die alle so geschmeckt haben, wie wenn du irgend so eine Brausetablette aufgelöst hast im Wasser, ohne Kohlensäure, einfach nur Wasser mit irgendwie was Stumpfem am Geschmack drin, was künstlich schmeckt. Also die fand ich ja nicht so gut. Das riecht jetzt schon wieder nicht so gut. Das riecht halt wie eine Magnesiumtablette aufgelöst in Wasser mit Geschmack, Orange. Ob es aber so schmeckt, das werden wir jetzt rausfinden. Wir nehmen einen ganz kleinen Nipper, dann füllen wir es ins Ernesto-Glas ein, schauen uns noch die Farbe an. Also direkt beim Trinken habe ich gedacht, okay, es geht, es ist auf jeden Fall erfrischend, es ist kühl. Dann setzt du ab und du hast diesen extrem künstlichen Geschmack danach, wo du halt wirklich an eine Apotheke denkst, an irgendwelche Chemie, einfach nur künstlichen Zusätze. Da hört es leider auf, also so teuer wie die Flasche normal ist, so rar gesät wie die Flasche ist, finde ich, lohnt sich auf jeden Fall absolut gar nicht. Ist auf jeden Fall nicht mein Geschmack, auch wenn die Farbe jetzt hier schön aussieht. Hat eine richtig schöne orangige Farbe, wie wenn man eine Orangenlimo normal so hat. Also eigentlich ist es ja gelb. Eine Orangenlimo, aber es ist halt gelb. Ne? So, das werden wir jetzt noch wegziehen. Das Muttertier hat von der zweiten Flasche einen Schluck probiert. Ich weiß gar nicht, sie hat glaube ich gar nichts gesagt dazu, wie sie das findet. Aber ich weiß ja, sie kennen das ja auch, diese komischen Tabletten. Eine hebe ich auf für die Sammlung, die zweite gebe ich pfandmäßig dann wieder ab. Sind trotzdem 25 Cent Pfand. Oder auch nicht. Hä? Da steht nichts Deutsches drauf. Also die gibt es wirklich gar nicht. Bei uns ist auch kein Pfandlogo drauf. Deswegen ist sie so rare. Wer weiß, wo die herkommt. Habt ihr schon mal Prime Orange probiert? Schreibt es mir in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Ich sehe, das Glas ist beschlagen. Im Ganzen so das Teil einmal reinzutrinken, ist sogar ganz okay. Was trotzdem sehr erfrischend ist und ohne Kohlensäure. Okay, aber jetzt merke ich schon, jetzt zieht sich langsam der Magen zusammen. Jetzt so richtig komisch. Also die anderen Geschmäcker haben mir besser gefallen. Orange, leider nichts, aber lange danach gesucht. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.